Hi, aus dem schönen Uruguay. Die Sonne scheint, knapp 20 Grad, Frühling. Es kann einem gut gehen. Zurück zur Normalität. Ich lese immer wieder, die Leute wollen zurück zur Normalität. Ihr wollt zurück zur Normalität. Doch, das geht nicht. Ein Zurück? Unmöglich. Ich weiß, was ihr wollt. Ihr wollt den Schmutzlappen wieder abhaben. Ihr wollt euch wieder wohlfühlen, in die Komfortzone gehen. Ihr möchtet gern wieder euer TV sehen, dazu eine Kotzkanne Bier. Ja, ein einfaches Leben und so weiter, wie ihr das die ganze Zeit geführt habt vor Corona, wo man sich um nichts kümmern muss, wo man seine Verantwortung an die Politiker ausgelagert hat, die einem dann sagen, was man zu tun und zu lassen hat. Das wollt ihr. Das ist eure Normalität, eine bequeme Normalität. Nein, da kommen wir nicht mehr hin. Der Zug, der ist abgefahren. Ein Zurück geht nicht. Die Zeit zurückstellen geht nicht. Wir können nicht die Zeit auf 1933 zurückstellen, auch wenn wir uns mittlerweile wieder in einem System wie 1933 befinden, vor allen Dingen in Deutschland. Ich habe die Tage, ich habe es auf Facebook gepostet, die Tage habe ich mir was angetan. Ich habe mal die Tagesschau runtergeladen und habe mir das erste Mal seit vielen, vielen Jahren die Tagesschau hier auf dem Computer angeschaut. Sorry. Ich kann euch verstehen, die ihr die Tagesschau guckt, dass ihr in einem Panikmodus seid. Das sollte hier auch sein, dafür wird ja auch die Tagesschau gemacht. Die wollen euch in Panik versetzen. Die versetzen euch absichtlich in Panik, damit ihr folgt. Schmutzlappen auf. 2 Meter Distanz. Weg vom Nachbarn. Keine Gruppenbildung mehr. Keine Partys mehr. Weihnachten wird abgesagt. Christkindlmarkt in Nürnberg ist abgesagt. Leute, der Zug ist abgefahren mit der Normalität. Da gibt's keine Normalität mehr. Außerdem, was ist Normalität? Was war die Normalität? Die Normalität war eine Lüge. Eine Lüge. Hallo, eine Lüge. Das, was ihr als normal bezeichnet, das ist nicht das normale Leben. Das normale Leben kommt jetzt erst. Wenn diese Drecksbagage von Politikern endlich abgesägt werden. Absägen. Ritsche, ratsche, sägen. Weg, weg mit dem Dreck. Die sind Dreck. Sonst nichts. Merkel, Söder und alle, Schäuble. Dreck. Abschaum. Ganz dreckiger Abschaum, sonst nichts. Die machen mit euch, was sie wollen. Und ihr? Ihr wollt zurück zur Normalität? Ihr lasst euch gefallen, weil ihr bequem seid, weil ihr mit eurem Arsch nicht hochkommt. Ja, so ist es. Na, war doch schön. Du brauchst dich um nichts zu kümmern. Ach ja, mit dem bisschen Geld, ja, es ist knapp, da kommt man schon aus. Ah, solange ich meine gute Zeiten, schlechte Zeiten im Fernsehen sehen kann, geht's mir doch gut. Solange ich meine Füße hochlegen kann, solange ich Essen und Trinken zu Hause habe, geht's mir doch gut. Anderes interessiert mich doch nicht. Genau das war die Normalität und aus der müsst ihr raus mit eurem faulen, fetten Arsch. Ich bin raus.
bin nett heute Morgen, ne? Ja, es ist, was habe ich jetzt? 10 Uhr noch, was habe ich jetzt? Es ist noch früh am Morgen, absolut früh am Morgen, für uruguayische Verhältnisse. Bei euch ist schon Mittag, ich weiß. Ja, Leute, werdet wach. Ihr werdet ja gerade wach. Eine Vielzahl. Aber eine Vielzahl ist eben nicht wach. Und gerade die, die sich noch in einer staatlichen Arbeit befinden, staatlich in Anführungszeichen Arbeit befinden, ja, oder wähnen, staatlichen Arbeit wähnen, das sind diese Uniformierten, ja, da mit Wortmarke Polizei drauf, die Bullen, die A-Cups, was ich da in Berlin wieder gesehen habe, die Tage, jetzt am Sonntag. All Cups are Bastards. Das ist richtig. Da werden Kinder werden gejagt. Das kleine Mädchen, welch dem Bullen da eins hinten draufgehauen hat. Mein Gott, das hat dem doch nicht wehgetan. Das war ein kleines Mädchen. Vielleicht 10 Jahre alt oder 11 Jahre alt. Und ist dann abgehauen und er ist ihm nach und ist gestolpert. Und ist auf die Fresse geflogen. Leider nicht richtig genug, ja. Aber er ist auf die Fresse geflogen und er war sauer, er war stinksauer über seine eigene Dummheit. Kann ich ja verstehen, dass er sauer war. Er hat sich über sich selber geärgert, nicht über das Mädchen. Die Schuld gibt er natürlich dem Mädchen, aber er war doch selber schuld, der Depp. Der Bullendepp da. Ja. Und dann haben sie sie doch gefangen. Irgendwie haben sie sie doch gefangen. Und geschleift. Über den Boden geschliffen und so weiter. Ich habe es im Video gesehen. Ich habe das Video auch auf der Festplatte. Kein Thema, ja. Und dann präsentieren sie 24 Stunden später eine mehr als doppelt so alte Frau in, wohlgemerkt, im gleichen T-Shirt. Aber ich meine, das T-Shirt gibt es ja nicht nur einmal. Das gibt es ja mit Sicherheit 100 Mal. Ja, und eine Jeans hat sie auch angehabt. Also eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Aber wenn man sich die Bilder vergleicht, das junge Mädchen von 10 oder 11, lass vielleicht 12 gewesen sein, aber älter war sie nicht, aber verdammten Mut hat sie gehabt. Und dann diese Frau, diese schlampige Frau auch noch, ich weiß nicht, wo sie, aus welcher Gosse sie sich rausgeholt haben, dann zu präsentieren und zu sagen, das war die Frau. Leute, das ist sowas von unter der Gürtellinie. Das ist sowas von offensichtlich, diese Lügen. Man präsentiert zu euch ja die Lügen. Sie fallen auf, man präsentiert zu euch die Lügen. Und was macht ihr? Ihr akzeptiert es auch noch. Ja gut, das war jetzt die Frau. Ach ja, das hättet ihr nicht machen dürfen. Diese böse Frau aber auch. Gegen die armen Polizisten, die machen doch auch nur ihren Job. Merkst du was? Ja, so sind die Stimmen. Klein, leise, obrigkeitshörig. Oh, Merkel hat gesprochen, wir dürfen keine sozialen Kontakte mehr haben, wir sollen zu Hause bleiben. Ja, dann bleib doch zu Hause! Verdammt doch mal! Ja, du recht, bleib zu Hause! Sie sagt das euch doch, bleib zu Hause! Aber ihr tut's nicht, ne? Ihr wollt zurück zur Normalität. Es gibt kein Zurück. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Es gibt nur ein Vorwärts. Und dieses Vorwärts heißt, dagegen angehen. Macht ihr das nicht? Ich sag's euch ganz ehrlich. Ihr seid des Todes. Aber jetzt übertreibe ich, ne? Ja. Lest nach, spanische Grippe. Anfang des 19. Jahrhunderts.
Da hatten wir genau die gleiche Situation. Da kam die spanische Grippe. Jeder musste eine Maske tragen. Wer keine Maske trug, wurde diffamiert. Und da sind ja die deutschen Weltmeister drin im Diffamieren von anderen, ne? Und wer keine trug, der musste dann in den Knast. Dann gab es die Impfung gegen die spanische Grippe. Und woran sind die Menschen gestorben? Nicht an der spanischen Grippe. An der Impfung sind sie gestorben. Und genau das Gleiche blüht euch jetzt wieder. Aus der Geschichte nichts gelernt. Weil die Geschichte interessiert uns ja nicht, ne? Wir wollen ja zurück in die Normalität. In die Normalität des Belogenwerden. Ruhig gestellt werden, manipuliert durch ARD und ZDF. Ich habe es in der Tagesschau gesehen, wie ihr manipuliert wird. Leute, es waren für mich die schrecklichsten 10 Minuten. Bilder, Horrorbilder aus Kliniken in Belgien, noch nicht mal aus Deutschland, aus Kliniken in Belgien. Kann ja keiner nachprüfen von euch, ob es stimmt, ne? Zusammengeschnippelt und all. Aus dem Kontext gezogen, aber in Corona rein interpretiert. Leute, und ihr glaubt das noch. Ihr sitzt dann abends vor 8 Uhr, sitzt ihr dann vor der Tagesschau. Och, wie schlimm Corona, wir müssen uns schützen, wir brauchen eine Maske, wir brauchen einen Ganzkörperschutz, wir brauchen Ganzkörperkondom. Gar nichts braucht ihr. Es gibt kein Corona. Es gibt eine Grippe. Die nennt sich vielleicht Corona. Aber, Leute, wie oft bist du mit der Grippe arbeiten gegangen? Weil du Angst hattest, deinen Job zu verlieren? Bist zum Arzt gegangen, hast dir Otriven für die Nase geholt und hast dir sonst was, ach, ich weiß nicht mehr, wie die Medikamente heißen. Hast du irgendein Medikament gegen Grippe geholt? Vic Vaporub auf den Hals geschmiert und so weiter und so weiter. Vic Medi-Night gegen Grippe. Vic Medi-Night war's. Ja, abends getrunken und am nächsten Morgen wieder arbeiten gegangen. Und heute kommt so eine kleine koronale Grippe, die wirklich nichts macht, die eine Sterblichkeitsrate unter der von 2018 fabriziert. Eine koronale Grippe, bei der Gesunde, ich bin gesund. Vielleicht nicht im Kopf, aber ich bin gesund. Zumindest körperlich fühle ich mich gesund, ich fühle mich nicht krank. Bei der Gesunde getestet werden, ob sie vielleicht ein kleines Spürchen, eine kleine Sequenz einer Grippe-Intus haben. Die kann man sich ganz leicht einfangen. Und da musst du in Quarantäne. Scheiße. Ich habe gestern habe ich einen Freund abgeholt wieder am Flughafen. Der kam hier in Uruguay an, aus Österreich. Den ganzen Flug musste er den Schmutzlappen tragen. In einem Flugzeug. In einem Flugzeug, in das nur negativ getestete Personen rein dürfen. Nur negativ getestete Personen dürfen da rein. Also auch die Crew, die Passagiere sind alle negativ getestet. Dann ist ein Flugzeug ein geschlossener Raum. Geschlossen. In sich geschlossen. Es gibt keine Verbindung nach draußen in der Fahrgastkabine. Dann wird die einströmende Luft im Flugzeug durch Filter gereinigt. Das sind HEPA-Filter. Die ziehen auch Viren raus. Und jetzt frage ich euch, wie soll sich bitteschön ein Mensch in einem geschlossenen Käfig, ich sag mal Käfig dazu, hermetisch abgeschlossenen Käfig, weil wenn es nicht hermetisch abgeschlossen wird, würde es ja der Druck
nicht mehr stimmen und die Außenluft eindringen und die Leute innen drin rausziehen und so weiter und so weiter. Wir kennen das doch aus den Filmen, ja? Wie soll da sich ein Virus verbreiten und dich krank machen? Wozu also dann dieser Schmutzlappen? Wozu? Ich meine, wenn wir einen Schmutzlappen bräuchten, dann hätte uns die Natur, also Gaia, der liebe Gott oder wie du es nennen willst, von Natur aus einen Schmutzlappen gegeben, den wir einfach hochziehen über die Nase und damit ist Feierabend. Aber brauchen wir doch gar nicht. Wir haben doch ein Immunsystem, mit dem wir damit fertig werden. Auch du hast ein Immunsystem. Nein? Doch, du hast eins, glaub mir das. Auch wenn sie es dir absprechen wollen, aber du hast eins. Zurück zur Normalität. Es geht nur vorwärts. Absolut vorwärts. Und niemals rückwärts. Was ist zu tun? Hier. Hirn einschalten. Du hast eins, glaub es mir mal. Ohne dieses Hirn würdest du jetzt mich hier nicht reden hören oder sehen. Du hast eins, du musst es nur anfangen zu nutzen. Auflehnen. Widerstand. Revolution. Ihr habt alles Recht dazu. Geht nach Berlin, nutzt nichts. Demonstriert, nutzt nichts. Nein, es nutzt nichts. Es ist sinnlos. Die schicken euch die Polizei und diese Bullendeppen, die haben ja Angst um ihren Job, also machen sie ja alles, was sie vorgegeben bekommen. Ich weiß nicht, wie es in diesen Kasernen, in diesen Bullenkasernen abgeht, inwieweit ich war noch nie in einer drin, aber wenn es wie bei der Bundeswehr ist, dann haben die keine Chance. Dann werden die so depp gemacht, ja, depp und scharf gemacht. Außerdem, die Polizisten oder Bullen, die ich kennengelernt habe, die sind sowas blasiert. Die kennen nur noch sich selbst. Die kennen gar keine Menschen mehr außen. Das ist eine geschlossene Gruppe. Das ist eine geschlossene Einheit. Da kommst du nicht rein, wenn du nicht auch einer bist. Ja, und du weißt, was ich meine. Du verstehst, was ich meine. Ich weiß, du verstehst das. Ja. Die werden ja auch bekloppt gemacht und malträtiert und all. Den kann man auch eigentlich noch nicht mal einen Vorwurf machen. Sie wollen, die kämpfen ja auch nur ums Überleben. Ja? Sie sind aber das unterste Level. Wenn wir die gewinnen, wenn wir die endlich mal rumdrehen und die dann für die Menschen da sind, statt für die Obrigkeit, ja, dann hätten wir gewonnen. Aber das wird leider nicht passieren. Glaube ich nicht, weil die Polizei war schon immer für die Obrigkeit da. Zumal, es ist ja keine staatliche Polizei mehr, es ist ja nur die Wortmarke Polizei, es ist ein privater Security-Dienst. Und ich weiß nicht, ich habe das Bild, ist mir gerade jetzt am Wochenende aufgefallen, habe ich gesehen auf einem beim Berliner Polizisten, der hat zwei runde Punkte auf der Seite gehabt da. Und am Oberarm, das sah mir aus wie das Logo von Securitas. Ich möchte ja fast behaupten, dass Securitas die Polizei macht. Haben wir darüber nachgedacht? Prüft es mal für euch selber, es ist nur mal ein Hinweis, meiner Meinung nach. Ich habe nur die zwei Punkte gesehen von Securitas. Ja, wäre möglich, ne? Polizei ist privat. Polizei hat kein Recht mehr, euch irgendwelche Knollen zu verteilen. Und wenn ihr wegen Corona einen Knollen kriegt, ihr braucht die nicht zu bezahlen. Es ist alles in Deutschland ungesetzlich, es ist alles Unrecht, was da läuft.
Bundesverfassungsgericht hat es bestätigt, alle Wahlen seit 1956 sind ungültig. Somit sind alle Gesetze, die seit 1956 erlassen wurden, sind ungültig. Die BRD ist ungültig. Leute, es liegt an euch. Ihr folgt denen. Und das ist euer Fehler. Es gibt kein Zurück in die Normalität, dann folgt ihr denen ja wieder. Ihr müsst aufhören, denen zu folgen. Ihr müsst Widerstand leisten, ihr müsst eine Revolution machen. Nicht auf der Straße, habe ich schon einmal gesagt, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Bleibt mit eurem Arsch zu Hause, das hatte ja sowieso Weltmeister drin. Bleibt zu Hause. Spielt das Spiel nicht mehr mit, ignoriert den Staat, ignoriert die Stadtverwaltung, ignoriert die Polizei, holt euch für 14 Tage, 3 Wochen Wasser, Futter, Kerzen und so weiter alles nach Hause. Habe ich auch alles schon mal in einem Video gesagt, in mehreren Videos. Ich sag's immer noch einmal. Bleibt zu Hause, legt das Leben lahm. Ihr müsst das Leben lahm legen. Ja. Nur so geht's. Nur wenn ihr das Leben lahmlegt. Solange ihr das Leben am Leben lasst, solange wird sich nichts ändern. Solange ihr das System am Leben lasst, wird sich nichts ändern. Ihr müsst das System lahmlegen. Und das könnt nur ihr machen, denn das System braucht euch. Ihr braucht nicht das System. Das System braucht euch. Denn ohne euch funktioniert das System nicht. Ja, ich weiß, ist leichter gesagt als getan. Aber es muss getan werden. Und dann gibt's immer noch kein Zurück zur Normalität, weil das ist faktisch unmöglich. Dann wird sich aber eine neue Normalität einstellen. Und die Normalität, die wird heißen, glücklich und zufrieden für alle, für alle. Auch für den, der jetzt heute auf der Parkbank schlafen muss oder unter der Bank oder sonst irgendwo und nichts zu futtern hat. No mangiare, nada, no comida, nix. Verstehst du? Auch für den wird sich das ändern. Weil dieses ganze System, das ist sowas von falsch und das muss umgekrempelt werden. Wir müssen in ein anderes System rein, in ein System, welches für uns Menschen, für uns alle da ist. Das bestehende System, meilenweit davon entfernt, das ist nur für die da, die schon genug haben und noch mehr haben wollen. Ja? Habe ich recht? Ich glaube schon, ne? So, zurück zur Normalität. Es war mir ein Bedürfnis, euch den Zahn zu ziehen. Es gibt kein Zurück zur Normalität. Weil zurück geht nicht. Es geht nur vorwärts. Das lässt die Zeit schon mal gar nicht zu. Zurück geht nicht. Es geht nur vorwärts. Und vorwärts heißt, ihr müsst eure Zukunft gestalten. Also muss man den alten Zopf mal abschneiden. Loslassen von dem Alten. Loslassen. Lasst es los. Dann bekommt ihr auch das Neue. Das Neue heißt Glück, Zufriedenheit, Lächeln, Wohlstand, Liebe, Licht, Licht. Leute, das Licht, die Sonne scheint, Licht. Versteht ihr? Das ist es. Und da müssen wir hin. Und dafür mache ich jetzt, habe ich jetzt dieses Video gemacht. Licht, Liebe, Sonne, Zufriedenheit, Gesundheit. Gesundheit für alle. Weg aus diesen Lügen. Und auf keinen Fall zurück in die alte Normalität. Denn diese Normalität war eine Lüge. Und die Lügen, die kommen gerade alle heraus.
Und jede aufgedeckte Lüge zieht einen Rattenschwanz von Lügen wieder hinterher, die aufgedeckt werden. Weil eine Lüge wird durch eine weitere Lüge geschützt. Und so baut sich eine Lüge auf die andere Lüge auf und die Wahrheit wandert immer weiter nach unten. Und jetzt drehen wir den Spieß rum und wir decken eine Lüge nach der anderen auf und irgendwann erscheint die Wahrheit. Und die Wahrheit kommt nach oben in allen Beziehungen. Ich begrüße die Wahrheit in unserer Welt. Licht und Liebe. Und genau das wünsche ich euch. Einen schönen Tag, viel Licht, viel Liebe und gute Gedanken. Wirklich gute Gedanken. Tschüss aus dem Rücken. Bleibt brav. Ciao. Tja, danke fürs Schauen, ne? Und schaut mal auf meine Webseite rein. www.uru-guru.de. Dankeschön. Tschüss.